Warum also diese Vergeudung, diese Erschaffung von Wesen in übergroßer verschwenderischer Anzahl, wenn es gleichzeitig jedes einzelne davon dann wieder seines Seins berauben muss, nur den Zeitpunkt hinauszuschieben vermag, bis der Kairos zuschlägt und diese zeitliche Körperlichkeit der Vertilgungsreihe anheimfällt. Wobei einerseits diese kleinen Pflanzen in ihrer millionenfachen Phanerogamität ausrufen, nimm mich, beglücke mich, erköre mich als die einzige, auf die es partikular ankommt, und gleichzeitig durch die Begehrungsordnung, durch die beliebige, unendliche Abzählbarkeit der allzu vielen diese Arbitrarität, diese Gleichgültigkeit, diese Beliebigkeit entsteht, dass nicht mehr das einzige Einzelne zu zählen hat, sondern eben die abzählbare, schnöde Beliebigkeitsreihe des Verlustes des Einzelnen im allzu vielen, wobei dann gleichzeitig der Trost aufglimmt am Horizont, dass dieses nicht aufhören könnende unendliche Hingabe-Leiden ausgelöscht werden durch diesen Auslöschungsprozess des Tödlichen, dann wenigstens den Tod des Ausgleichs, der Gleichmachung erfährt und ob dieser unerträglichen Unvorstellbarkeit dann auch wiederum das Aufbäumen der Einzigartigkeit, der besonderen Exoterik, der enigmatischsten Schönheit, die die Melancholie und die Trauer umso höher spannt, umso höher der Verlust der Vorstellung des Schönsten, des Liebsten gewesen sein wird, um eben diese Kontrastierung zwischen dem gleichgültig Vielen und dem partikular einzigartig Besonderen noch mehr hochzuspannen, noch mehr in Herzeleid, sie zu übergroßer Anstrengung, zu überhetzter Hingabe, Drangabe, allen Aktionismus, das zu retten zu versuchen, das zu bewahren zu versuchen, führt und führen soll in diesem Kontrast zwischen unvermeidbarer Nichtigkeit und partikularem Ewigkeitsbewahrungsphantasma.